So, grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Webinarreihe Master in Option Trading, die Vorteile vom Optionshandel. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Mein Name ist Silvio Stempfli, ich bin Gastgeber dieser Webinarreihe. Ich bin allgemein verantwortlich, unter anderem für die Webinare, für die Events von Swissquote. Falls Sie im Nachhinein die Aufzeichnung wünschen, dann zögern Sie nicht und schreiben Sie mir auf die eingeblendete E-Mail-Adresse. Wenn Sie zum Beispiel die Aufzeichnung wünschen oder wenn Sie auch weitere Fragen zum Thema Optionshandel haben. Mein heutiger Gast, Vincenzo Zinna, ist schon eine Weile her, als er das letzte Mal bei uns hier als Gast dabei war. Aber es freut mich immer wieder, wenn du bei unseren Webinaren dabei bist. Herzlich willkommen, Vincenzo. Besten Dank, Cyril. Herzlich willkommen auch allen Teilnehmenden. Es freut mich, dass ich dieses Webinar da mit Swissquote durchführen darf, natürlich. Sehr schön. Also wie üblich können Sie uns über die Chat-Funktion Fragen stellen. Wir werden die dann versuchen, laufend einzubauen oder dann spätestens am Schluss der Präsentation werden wir natürlich noch individuell auf die Fragen eingehen. Ich möchte eigentlich dir gleich den Screen übergeben und dann darfst du loslegen, Enzo. Ja, schön. Also nochmals herzlich willkommen. Es freut mich, Sie im Namen der Eurex begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt ja rund 8 Jahre dabei bei der Eurex. Bin schon länger dabei bei den Derivaten. Also ich würde sagen, 35 Jahre, da untertreibe ich wahrscheinlich noch ein wenig. Also stellen Sie wirklich Fragen, die Sie haben. Stellen Sie auch Fragen, wenn Sie irgendetwas nicht begriffen haben, damit ich das eventuell noch erklären kann. Es wird so sein, dass das Webinar interaktiv ist. Also ich habe da einige Fragen vorbereitet, die Sie dann online antworten können. Und dann sehe ich, wie ich weitermachen kann und ja, auf welchem Stand das Sie sind. Also nochmal herzlich willkommen aus der Schweiz. Besten Dank Swissquote, dass ich das Webinar durchführen darf. Also Eurex Optionen 1 heißt das Ganze. Vielleicht ganz kurz schnell zur Eurex selbst. Was ist denn die Eurex? Die Eurex ist eine zentrale Gegenpartei, wo Sie verschiedene sogenannte Market Maker haben, die Geldbrief stellen. Sie können als Kunde da kaufen, verkaufen. Und wie Sie sehen, sind wir da in praktisch allen Ländern, sind wir da dabei. Sie sehen, dass der Hauptsitz momentan schon länger natürlich in Frankfurt ist. Vielleicht wissen Sie jedoch auch, dass die Eurex, also die Idee der Eurex in der Schweiz entstanden ist. Die sogenannte SOFEX, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, die Swiss Options and Financial Futures Exchange, die ist entstanden, dann irgendwie 2 Jahre später, als es gut gelaufen ist, hat dann ein schlauer Deutscher gedacht, hey komm, das wäre eigentlich gut, wenn wir das auch in Deutschland machen. Und dort hieß es dann, deutsche Terminbörse war Copy-Paste der SOFEX. Und eben dann irgendwie nochmals 2, 3 Jahre später sind wir dann gemerged und heißen seither Eurex. Eben wir sind sehr international, also Amerika, Singapur, Deutschland, also ganz Europa. Also Sie sehen, wir sind da überall. Wir haben auch überall Offices, London, Frankreich, Frankfurt, logischerweise Singapur, Hongkong, Chicago, New York und so weiter. Also wir haben da einige Offices, wo wir vertreten sind. Gut, jetzt bevor wir da richtig einsteigen, habe ich schon die erste Frage. Und die Frage, die heißt nämlich, haben Sie denn schon einmal Derivate gehandelt? Einfach um zu sehen, wie ich dann das erklären soll. Also haben Sie eventuell Warrants gehandelt? Haben Sie Eurex-Optionen gehandelt? Haben Sie eventuell sogar beides schon gehandelt? Einfach damit ich weiß, wie schnell ich dann bei meiner Präsentation vorwärts machen kann oder eben nicht. Also ich sehe, dass da schon einige von Ihnen da klicken. Es ist ja ausgewogen, kann man dir nicht ganz sagen. Es hat bis jetzt mehr Nein. Also werde ich dann langsamer sprechen oder eben wie gesagt, wenn Sie etwas nicht verstehen, was ich sage, bitte wirklich schreiben Sie in den Chat. Sagen Sie her, erklären Sie das nochmals.
Es ist mir wichtiger, dass Sie verstehen, was ich da gesagt habe, anstatt dass ich da einfach mein Programm durchgehe. Gut, also ich zeige Ihnen schnell die Ergebnisse. Also 49% haben noch nie Derivate gehandelt, 29% schon Warrants und 11% Eurex und eben 17% Warrants und Eurex. Also das heißt, rund 50% haben schon mal Optionen gehandelt und rund 50% nicht. Ich werde schauen, dass es für beide Parteien interessant bleibt. Aber eben wie gesagt, sollte ich zu schnell sein, wirklich Fragen stellen und dann werde ich die beantworten. Gut, also die Eurex, worauf haben wir denn Derivate? Also wir haben Derivate auf Aktienindizes, also eben ein Swiss Market Index, SMI, DAX, Eurostox und so weiter und so fort, neu auch den FTSE. Also wir haben da mehrere Aktienindex, wo wir eben Derivate drauf kotieren. Logischerweise Derivate auf Aktien, ABB, Nestle, BASF und wie die alle heißen, Facebook haben wir natürlich auch auf Zinsen, Volatilität, Dividenden und so weiter und so fort. Also das sehen wir, haben Derivate auf verschiedene Sachen. Die Frage ist jetzt aber natürlich, sorry, jetzt habe ich zuerst eine andere Frage, bevor ich diese Frage stelle. Schauen Sie sich diese Seite kurz an. Ich lasse diese Seite mal, ich sage jetzt so 20, 30 Sekunden mal anschauen. So, und jetzt kommt schon die nächste Frage, nämlich wie viele Namen konnten Sie sich merken? Wie viele dieser Namen konnten Sie sich merken? 2, 3, 5. Wie viele Namen konnten Sie sich merken? Einfach irgendwas klicken, damit ich da nachher etwas zeigen kann. Also ich sehe, Sie sind da fleißig am Rumklicken. Ja, eine gewisse Tendenz, die sieht man schon. Okay, gut, also ich erlaube mir, die Umfrage abzuschließen. Und schauen Sie mal, 15%, 1 bis 2, 10% mindestens 7 und so die meisten 3 bis 4 oder 5 bis 6. Worauf will ich da hinaus? Sie konnten sich nur 5 Namen merken und was will ich damit sagen? Wenn Sie Optionen handeln oder wenn Sie allgemein an der Börse irgendwo was handeln, konzentrieren Sie sich auf 5 Produkte, auf 5 und nicht mehr. Ob das nun ein DAX ist, ob das eine ABB-Option ist, ob das irgendwie eine CS-Option ist, eine Nestle-Option, eine BASF, spielt keine Rolle. Konzentrieren Sie sich auf 5 Indizes oder 5 Aktien oder 3 Indizes, 2 Aktien und so weiter und so fort. Nicht mehr. Wenn Sie von einem Ort zum anderen springen, dann kriegen Sie das Gefühl für den Index oder für die Aktie nicht. Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich konzentrieren auf wenig und dafür haben Sie die langsam im Griff. Also Sie haben gesehen, Sie konnten sich hier 5 merken und genauso ist das wirklich auch, wenn Sie handeln. Schauen Sie, dass Sie wirklich nur 5 Sachen auf einmal anschauen. DAX, ABB, was ich was, was es ist. Gut, 50% haben eben noch nie Derivate gehandelt. Jetzt, was ist überhaupt eine Option? Ich will das ganz kurz schnell aufzeigen. Ich kann Ihnen jedoch, also das ist natürlich die Option, wenn man Aktienoptionen oder Indexoptionen kauft. Wenn Sie jedoch in Ihrem Leben nachdenken, da haben Sie schon einige Optionen gehabt. Sie haben alle mit Optionen zu tun gehabt. Nämlich die Option, soll ich jetzt rausgehen oder soll ich zu Hause bleiben? Soll ich an den See oder soll ich an die Berge? Das sind alles Optionen. Eine Option ist nämlich nichts anderes, ein Recht, einen Basiswert, also eben den See zu sehen oder eben die Berge zu sehen, zu einem bestimmten Preis. Ja, logisch, Sie müssen da hingehen bis zu einem bestimmten Datum, heute, morgen, übermorgen.
Bei einem Call wäre es dann kaufen, bei einem Put wäre es verkaufen. Was ist auch eine Option? Sie sehen mich mit einem schönen Hemd, sehen auch, dass ich da irgendwie zu Hause bin. Also logisch habe ich natürlich kurze Hosen an. Also ich habe jetzt gedacht, ich ziehe jetzt da den Anzug nicht an. Auch das ist natürlich eine Option. Also mit einer Option haben Sie das Recht, eine Aktie oder einen Index zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem vorher bestimmten Preis, nämlich dem Strike, dem Ausübungspreis, zu kaufen. Und zwar eben per Verfall. Also Sie kaufen den jetzt und der hat irgendeinen bestimmten Verfall. Das kann September sein, das ist immer der dritte Freitag im Monat. Bei den Optionen ist es jeden Monat und bei den Futures ist es jeder dritte Monat, wo ein Verfall da ist. Eben, wenn Sie positiv sind, kaufen Sie einen Call. Wenn Sie negativ sind, kaufen Sie einen Put. Mit einem Put verkaufen Sie wie die Aktie. Also Sie haben das Recht, wenn die Aktie sinkt, dass Sie da etwas mehr kriegen. Call oder Put, das sind die beiden. Ich hatte gesehen, dass da einige von Ihnen Warrants und andere nur Eurex gehandelt haben oder beides gehandelt haben. Ich gehe nachher dann auf den Unterschied zwischen Warrants und Optionen ein. Wichtig für Sie zu wissen, Eurex Optionen, und das sieht man hier, es gibt 4 Basisstrategien bei der Eurex. Es gibt den sogenannten Long Call, also das heißt, ich bin positiv, ich kaufe, Long heißt kaufen. Und das Schöne bei der Eurex ist, Sie können eben nicht nur kaufen, sondern Sie können eben auch verkaufen, ohne dass Sie den Call überhaupt gekauft haben. Also das heißt Short Call, sagt man dem. Also wie gesagt, Sie können den Call kaufen, dann sind Sie positiv, oder Sie können den Call verkaufen, bevor Sie ihn überhaupt gekauft haben, und dann sind Sie logischerweise negativ auf dem Markt. Wenn Sie einen Call verkaufen, können Sie einfach, das Maximum ist die Prämie, die Sie verdienen können, nach oben jedoch, Achtung, ein unbegrenzter Verlust. Was ganz wichtig ist, wenn Sie, ob Sie einen Call kaufen, einen Put kaufen, einen Call leer verkaufen, ohne dass Sie den gehabt haben, oder einen Put verkaufen, ohne dass Sie den gehabt haben, wichtig ist, dass Sie das Risiko kennen. Ich weiß, dass einige nur die Chancen anschauen. Viel wichtiger ist, dass Sie die Risiken kennen. Denn nur wenn Sie die Risiken kennen, können Sie auch ruhig schlafen und Sie können auch profitieren davon. Ganz wichtig, Long Call, positiv. Long Put, da hoffen Sie, dass es schnell runtergeht. Short Call, da sollte es etwas stehen bleiben. Bei Short Put ebenfalls. Das sind 4 Strategien. Es gibt ja in einer Woche rund noch ein Seminar. Ich glaube, das ist dann am Mittwoch, also morgen in einer Woche. Dort erkläre ich dann Strategien. Dort zeige ich Ihnen dann auch, wie Sie einen Long Call mit einem Short Call verbinden können oder Long Put mit Short Put oder eventuell, wenn ich Zeit habe, zeige ich auch Long Call mit Short Put und so weiter, was das für verschiedene Strategien sind. Hier gehen wir wirklich nur auf Long Call Einzelstrategie ein und ich zeige Ihnen, was hat es damit zu tun, wenn Sie einen Call haben und was haben Sie für eine Markterwartung. Jetzt leider habe ich diese Frage nicht gestellt, aber wenn Sie wollen, können Sie die Antwort irgendwo im Chat abgeben. Also wenn Sie einen Call kaufen, wie lange halten Sie den? Ich habe die Frage leider so nicht gestellt. Aber die Frage, wie lange halten Sie den? Jetzt weiß ich nicht, Siri, siehst du die Antworten oder soll ich da irgendwie weiterfahren und meine Antwort geben? Ich denke, wir lassen da mal den Leuten ein bisschen Zeit, um da eine Antwort zu geben und wir können das vielleicht dann in einer Minute. Okay, gut, dann mache ich da mal weiter und ich gebe meine Antwort dann nachher durch. Wie lange man einen Call halten sollte oder eben auch einen Put, wie lange man den halten sollte. Gut, jetzt, wenn man von Optionen spricht, dann spricht man immer von Volatilität. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe da ja auch noch eine Frage vorbereitet, bevor ich da die Antwort gebe. Und da frage ich natürlich,
Volatilität, vielleicht haben Sie das auch schon einmal gehört. Und nun die Frage, was heißt es denn? Was heißt Volatilität 32%, wenn Sie da irgendwo das sehen, dass eine Volatilität 32% hat? Der Basiswert wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%, 16% hoch runter, 32% hoch runter innerhalb eines Jahres. Ist es 16% hoch runter innerhalb eines Monats oder sogar 32% hoch runter innerhalb eines Monats? Also geben Sie da mal die Antworten an. Auch da sehe ich eine gewisse Tendenz. Sie müssen wissen, bei Optionen ist es sehr wichtig, dass Sie die Volatilität im Griff haben. Ich weiß, dass Sie früher, vor allem diejenigen, die Warrants gekauft haben, Ihnen wurde immer gesagt, schauen Sie die Prämie an. Also ich sage Ihnen nur eins, die Prämie ist das Blödeste, das Sie anschauen können, weil das kann nur im Nachhinein berechnet werden. Die Prämie kann nur im Nachhinein berechnet werden. Jedoch Volatilität, die sagt Ihnen viel mehr aus als diese Prämie. Also ich zeige Ihnen mal die Resultate, schließe die Umfrage ab. Eine ganz klare Tendenz und ich sehe auch, dass da die meisten richtig liegen, also nicht die meisten, aber 46%, die Hälfte etwa richtig liegt. Und es ist effektiv 32% Volatilität, heißt, dass der Basiswert mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%, man schneidet immer so den letzten Sechstel und den oberen Sechstel, den schneidet man ab. Und dass er 32% steigt und 32% sinkt. Also hat nichts mit einem Monat zu tun, sondern auf einer Jahresbasis. Wie wenn Sie sagen, ja, ich bezahle 2,5% Zinsen, ist es ja auch auf eine Jahresbasis gedacht. Es ist nicht mit den 16% rauf oder runter, sondern es sind wirklich 32%. So, und nun diese 32%, die sind ja schön anzuhören, aber ehrlich gesagt nehme ich nicht an, dass die Ihnen viel sagen. Also das heißt, ja, die Aktie könnte 32% hochgehen in einem Jahr oder 32% runter. Was heißt das denn auf meine Erwartung? Weil ich habe Ihnen ja gesagt, vergessen Sie die Prämie bei den Warrants und schauen Sie die Volatilität an bei allen Optionen, also Warrants und Eurex-Optionen. Schauen Sie die Volatilität an, da können Sie etwa ausrechnen und sagen, glaube ich denn, dass diese Volatilität, Schwankung heißt das, der Aktie oder des Indizes, glaube ich, dass diese Volatilität gerecht ist, weil die Volatilität ist ja im Optionspreis drin. Glaube ich das? Wenn ja, kann ich kaufen, wenn nicht, auf keine Fälle kaufen. Jetzt, was heißt das? Eine jährliche Volatilität von 32% entspricht einer Tagesvolatilität von 2%. Es ist eine komische Formel da drin, irgendwie Wurzel von 250, sagt man in Mathematikbüchern. Ich mache das einfacher und sage Wurzel von 256, das gibt nämlich die 16. Also wenn Sie eine Volatilität sehen, teilen Sie die einfach durch 16. Und dann sehen Sie, was die tägliche Erwartungshaltung des Marktes ist. Also Volatilität 32 heißt, dass man eine tägliche Schwankung von 2% erwartet. Tägliche Schwankung. Und jetzt, wenn Sie natürlich eine Nestle anschauen, sagen Sie, oh, das wäre ja viel zu hoch, oder? Dafür, wenn Sie irgendwo eine Credit Suisse anschauen, sagen Sie, ja gut, das könnte sein. Also von dem her, es spielt immer eine Rolle, welche Aktie ist es? Und brechen Sie bitte diese Volatilitätsprozente, 48% oder teilweise auch 80%, brechen Sie die einfach runter. Das heißt, teilen Sie diese durch 16, dann haben Sie die tägliche erwartete Volatilität. Einfach, dass Sie wissen, die Volatilität, die jährliche Volatilität, die kann auch über 100 steigen, also eine 160-prozentige Volatilität heißt, dass eine tägliche Volatilitätsschwankung von 10% erwartet wird. Einfach, dass Sie das wissen. 100% ist nicht das Maximum. Gut, jetzt bevor wir weitergehen, Cyril, ich würde doch vorschlagen, dass du mal einen Call auf irgendeine
Aktie da mal kaufst oder auf einen Index, auf den DAX zum Beispiel, der schwankt ein bisschen, oder auf eine CS, wenn du willst, dann kannst du gerade auch zeigen, wie man Optionen bei euch anschaut. Ich zeige nachher, welche Option für Sie die richtige wäre. Also das heißt, nicht jeder will Volatilität, nicht jeder will wirklich den Turbo haben, sondern einige wollen eher gemütlicher unterwegs sein. Und ich werde Ihnen zeigen, wie man denn für Ihre Marktmeinung die richtige Option auswählt. Und wie Sie auch sehen können, wohin könnte denn die Option, wenn was geschieht. Aber jetzt vielleicht, Cyril, wenn du zeigen könntest, wie man bei Swissquote Optionen, Eurex-Optionen kauft. Und eben wenn du, was nicht, SMI-Call, DAX-Call oder CS-Call irgendwo was kaufen könntest. Genau, ich denke, gehen wir einfachheitshalber, fokussieren wir uns auf eine Aktienoption. Du hast Credit Suisse genannt, wir können eine CS-Option anschauen. Vielleicht noch ganz kurz, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Optionen auf unserer Homepage finden. Also ich persönlich bevorzuge eigentlich den Weg, wenn ich das Underline kenne, das Symbol des Underline, da kann ich das eigentlich so eingeben in die Suchfunktion. Und dann sehen Sie, haben Sie hier da unten Derivate auf, können Sie da auf die Map gehen. Da haben Sie da verschiedene Produkte und hier sehen Sie unter Eurex, kann ich ja hier auf die Optionen klicken und dann geht dieser sogenannte Option Chain auf. Das ist eigentlich ziemlich einfach strukturiert und zwar sind Sie hier auf der linken Seite die Call Optionen, auf der rechten Seite haben Sie die Put Optionen und hier haben Sie jeweils die Verfälle, also das ist jetzt die Optionen, die am Freitag in der Woche verfallen, also am 16.09. Und hier in der Mitte haben Sie die sogenannten Strikes. Hast du irgendeine Präferenz? Wollen wir in the money, out of the money Option? Also die CS ist bei 5.10 Franken. Ich weiß nicht, was bevorzugst du? Also ich würde keine out of the money. Also ganz kurz schnell, in the money, at the money und out of the money, was das heißt. In the money Option heißt, wenn die Aktie bei 5 ist, ist ein Strike, also ein Ausübungspreis. Man hat dann das Recht, bei 4.80 Franken zu kaufen. Dann ist ein 4.80 Franken Option, ist sogenannt in the money. At the money ist dann 5, wenn die Aktie gleich Option ist, also gleich Strike ist. Und bei 5.20 Franken, das wäre dann out of the money, also außerhalb des Geldes. Nein, es ist eine September Option. Nein, ich würde keinen out of the money kaufen. Also dann gehen wir vielleicht mal mit dem... 94, okay. Genau, da können Sie da eigentlich auf den Preis klicken und Sie sehen hier nochmals die Details der Option. Also ganz wichtig auch die sogenannte Contract Size. Für diejenigen, die schon mal Warrants getradet haben, das ist wirklich ein großer Unterschied zu den Eurex-Optionen, weil Sie handeln eigentlich an der Eurex immer sogenannte Kontrakte und die Contract Size gibt Ihnen an, wie viele Optionen in einem Kontrakt enthalten sind. Also der Preis, welches Sie hier sehen, ist immer auf eine Option, aber Sie müssen im Minimum 100 Optionen kaufen. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie immer die Contract Size anschauen, dass Sie auch wirklich wissen, okay, wie viele Optionen kaufe ich mir. Dann vielleicht noch ein paar Informationen, eben, wir haben es gesagt, bezüglich Volatilität. Also Sie sehen hier eigentlich, wie viel Volatilität hat jetzt diese Option. Hier haben Sie noch verschiedenste griechische Kennzahlen, wo wir jetzt da nicht auf alle im Detail eingehen können. Ich persönlich finde auch immer noch wichtig, den inneren Wert und den Zeitwert anzuschauen, weil das ist ja bekanntlichermaßen, ist eigentlich der innere Wert plus Zeitwert, gibt dann eigentlich den Optionspreis. Und wenn Sie sagen, okay, das ist die Option, die ich jetzt da kaufen will, gehen Sie hier auf Trade. Und vielleicht ganz kurz, wenn ich da einschieben darf, wenn Sie bei der Eurex Optionen kaufen, lohnt es sich wirklich irgendwo zwischen Geld und Brief etwas reinzustellen, weil wenn Sie jetzt da einfach bei 31 kaufen, ich bin überzeugt, wenn Sie da 30 eingeben, bekommen Sie das bestimmt. Bei 29
hier jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber könnte auch sein, bei 30 werden Sie es erhalten, aber bezahlen Sie nicht einfach den Briefkurs. Genau, weil das ist ja eigentlich der Spread, ist ja das, was Sie eigentlich an das, was Sie eigentlich verlieren, in dem Sinn, also je enger der Spread ist, umso besser. Und wir können das ja auch dann gleich versuchen, ob wir denn jetzt so 30 Cent bekommen oder 30 Rappen bekommen würden. Vielleicht für diejenigen, die schon mal über Swissquote getradet haben, Sie haben hier, und das ist der große Unterschied, wenn Sie Optionen traden, zu allen anderen Produktarten, und zwar haben Sie hier Buy to Open, Sell to Open. Also hier, wenn ich Buy to Open mache, dann mache ich diesen Long Call. Wenn ich Sell to Open mache, wäre das dann eben der Short Call. Das heißt, hier würde ich die Call-Option verkaufen. Und Sie sehen dann auch, dass hier eine sogenannte Margin, eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden muss. Das heißt, das wird eigentlich dann wie von Ihrer Buying Power blockiert. Das heißt, Sie müssen einfach mindestens jetzt in diesem Fall diese 135 Schweizer Franken auf dem Konto haben, um eben diese Option verkaufen zu können. Wir gehen jetzt aber mit dem, in diesem Beispiel mit dem Long Call. Also wir kaufen diese CS-Option. Wir erstellen den Auftrag, Auftrag platzieren, schließen den und dann können wir jetzt zurück auf unser Konto gehen und dann schauen wir, Enzo hatte recht, wir haben jetzt 30 Rappen für diese Option gekauft, obwohl da eigentlich der Geldkurs bei 31 Rappen ist. Also das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, versuchen Sie da wirklich irgendwo in die Mitte zu gehen. Wenn Sie sehen, okay, Sie bekommen keine Ausführung, dann können Sie immer noch die Limit ein bisschen näher an den Geldkurs anpassen. Aber es macht sicherlich Sinn, dass Sie da versuchen, irgendwo innerhalb dieser Geldbriefkursspanne das Produkt zu bekommen. Also nur ganz kurz schnell, Cyril, du hattest da einen Wechsel, also du hast gesagt, näher an den Geldkurs, näher an den Briefkurs, Ihr Briefkurs ist der Verkaufskurs, das war 31 und Cyril hat ja jetzt 30 eingestellt. Eben wie gesagt, vielleicht hätten wir es auch für 29 gekriegt, keine Ahnung. Deshalb stellen Sie vielleicht zuerst 29 rein, weil halt zwischen 28 und 31 kann man jetzt nicht 29,5 eingeben. Aber meistens ist es so, dass wenn Sie den genau die Mitte des Preises eingeben, dass die den dann kriegen. Danke. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Es ist eine Frage gekommen eben in the money. Also in the money heißt ja, also Sie müssen sich ja das so vorstellen. Sie kaufen hier ein Recht, die CS-Aktie zu einem Preis von 4,90 Franken zu kaufen. Jetzt ist aber die Credit Suisse ja am Markt zu 5,10 Franken gehandelt. Das heißt, diese Option hat sogenannt einen inneren Wert, weil sonst könnten Sie eigentlich, also wenn das Produkt missgepriced wird, können Sie Arbitrage machen. Also können Sie eine Option kaufen, die ausüben und dann gleich am Markt die Aktie günstiger zu erwerben. Das heißt, wenn die in Geld ist, bedeutet es einfach, dass der Strike unterhalb vom aktuellen Basiswert ist. Dann spricht man von einer In-the-Money-Option und das sehen Sie auch hier, die ist 4% In-the-Money. Vielleicht noch ganz kurz, du hattest ja anfangs gefragt, wie lange man so eine Option halten soll. Und es sind sehr, sehr unterschiedliche Antworten gekommen, also von 5 Minuten bis 6 Monate. Ich weiß deine Meinung, aber ich glaube, die Teilnehmer möchten das auch von dir noch hören. Sehr gut, also besten Dank. Schön, dass wir auch da geantwortet haben. 5 Minuten, das gefällt mir, oder? Wenn sie natürlich richtig liegen, das finde ich sehr gut. Das mit den 6 Monaten, ich werde Ihnen dann auf unserem Option Master werde ich Ihnen dann zeigen, dass das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist, wenn Sie die 6 Monate halten, weil wie Cyril gesagt hat, Sie haben einen Zeitwert. Und Cyril, wenn du vielleicht ganz kurz schnell auf eine Dezember Option umschalten könntest und die kurz zeigen könntest, das wäre eigentlich gut, oder? Dass man da sieht, was heißt das denn Zeitwert, oder? Und umso länger, dass es geht, was heißt das? Also wie viel Zeitwert habe ich da? Ich mache das mal ganz kurz. So können wir hier einfach einen Strike auswählen. Nehmen wir doch gleich diesen 480er Strike, den wir da gekauft haben. Und dann sieht man eigentlich hier sehr gut, wie sich der Zeitwert
eigentlich entwickelt, und zwar einfach anhand der Optionspreise. Ja, oder weil dort, was für mich da wichtig erscheint, ist eben, dass man sieht, dass man viel mehr Zeitwert hat bei längerfristigen Optionen, also eben bei der Dezember, zeigt doch mal schnell die Dezember 94er Option, weil wir hatten jetzt da vorher irgendwie 10 Rappen Zeitwert, und wenn das natürlich der 94er Strike ist im Dezember, da haben wir immer noch den gleichen inneren Wert. Die Aktie, die ist ja bei 5,10 Franken, mehr oder weniger, der Strike bei 4,90 Franken, und der Unterschied 5,10 Franken minus die 4,90 Franken, das ist ja der innere Wert, das sind eben diese 20 Cent. Aber logischerweise hat natürlich eine Option, die länger läuft, einen höheren Zeitwert. Und sollte nichts mit der Option geschehen, verlieren Sie diesen Zeitwert. Ich hatte Ihnen schon zu Beginn angetönt, dass ich im nächsten Seminar dann zeigen werde, wie Sie eben auch Optionen also Optionen kaufen können und Optionen dann verkaufen können gleichzeitig, also Strategien machen. Und also 6 Monate einen Call zu halten, also da ist die Wahrscheinlichkeit leider hoch, dass Sie da einen Verlust damit machen. Also ich versuche das heute vielleicht noch reinzubringen, vielleicht reicht es, und vielleicht und sonst beim nächsten Mal. Genau, da ist noch eine Frage zum Zeitwert gekommen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt der Zeitwert? Also, Sie müssen wissen, dass Sie ja das Recht haben, die Aktie bei 4,90 Franken zu kaufen. Die Aktie ist jetzt aber 5,10 Franken. Also, niemand wird Ihnen sagen, ja gut, bezahlen wir einfach die Differenz, 5,10 Franken minus 4,90 Franken, 20 Rappen oder jetzt eben 21 Rappen. Dann kannst du die Aktie in einem späteren Zeitpunkt zu 4,90 Franken kaufen. Und wenn sie runtergeht, könnt ihr einfach sagen, ah, ich will sie nicht. Also, und dieser Zeitwert, das ist eigentlich das Risiko, dass derjenige, der Ihnen die Option verkauft, die er natürlich haben will und sagen, ja gut, also 25 Rappen Zeitwert, da ist Volatilität drin, da ist eben Dezemberverfall drin, das ist alles drin. Und diese 25 Rappen, also sollte heute Verfall sein, also sollte heute die Option verfallen, das heißt, ja, wirklich halt fertig sein, dann ist natürlich nur noch am Verfalltag, ist nur noch der innere Wert da. Also da ist er nur noch 21 Rappen wert und der Zeitwert, der ist dann null. Oder? Und deshalb, das wollte ich Ihnen zeigen, dass bei der September-Option, der hat immer noch eine, der Verkäufer sagt, hey, 10 Rappen will ich noch, weil die Chance besteht ja, dass die Aktie steigt und ich will ja irgendwo ein etwas verdienen können damit. Und wenn natürlich der Verfall nicht im September, sondern im Dezember ist, ja, dann ist der Zeitwert logischerweise höher. Bei In-the-Money-Optionen, wie Cyril erklärt hat, da haben Sie einen inneren Wert und einen Zeitwert. Bei sogenannten Out-of-the-Money, also wenn du jetzt noch schnell einen Strike von 5,10 Franken zeigst, dann haben wir keinen inneren Wert, weil 5,08 Franken minus 5,10 Franken gibt ja Minus sogar. Also haben wir keinen inneren Wert und nur Zeitwert. Das ist ganz wichtig, oder? Und per Verfall wird dann angeschaut, wo ist die Aktie und wo ist der Strike? Also 5,09 Franken minus 5,10 Franken gibt einfach null. Also kriegen Sie nichts zurück. Und wenn Sie 6 Monate warten, haben Sie einfach 29 Rappen Zeitwert verpasst. Gut. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Also wichtig ist auch, dass Sie sich auf, dass Sie den Break-Even anschauen, weil der Break-Even gibt mir an, ab welchem Zeitpunkt ich eigentlich in der Gewinnzone bin, also immer auf den Verfall gerechnet. Das ist eigentlich ziemlich einfach, das ist einfach der Strike plus der Zeitwert, sagt mir aus, okay, wohin muss die Credit Suisse gehen, damit ich überhaupt mein eingesetztes Kapital nicht verliere, also oder besser gesagt, dass ich weder einen Gewinn noch einen Verlust gemacht habe. Also das ist auch sehr wichtig, dass Sie immer den sogenannten Break-Even anschauen. Vielleicht noch eine Frage zur Volatilität. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Volatilität ja immer je nach Option sich ändert. Also das heißt, wir sprechen hier nicht nur von der Volatilität des
Basiswert, weil da müssen ja eigentlich alle Optionen mit gleichem Verfall zumindest die gleiche Volatilität haben. Also ist auch der Strike und eben hat auch der Verfall einen Einfluss auf die Volatilität der Option? Also genau, also das ist ganz, ganz guter Punkt, Cyril. Jede Option hat eine andere Volatilität, weil es ist ja eine Wahrscheinlichkeit. Volatilität, haben wir gesagt, ist nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ein 480er Strike, der eine andere Volatilität hat wie ein 550er Strike, ja, das ist klar. Plus kommt hinzu, dass natürlich September-Optionen, wenn die jetzt eine höhere Volatilität haben und Dezember-Optionen eine etwas tiefere Volatilität, dann heißt das, dass man erwartet, dass in der nächsten Zeit CS zwar stark schwanken wird, aber bis zum Dezember eigentlich die Schwankung abnimmt. Weil Sie müssen natürlich sehen, ich hatte ja gesagt, hier sind wir bei 48%, 48 durch 16. Das heißt, man erwartet bei der CS, dass sie täglich 3% schwankt. Täglich 3% schwankt. Also das heißt, von 5 Franken 10 auf 5 Franken 25 oder auf 4 Franken 95. Das ist die Erwartung, diese 48% Volatilität heißt neben 48 durch die 16, das gibt eben da die 3% tägliche Schwankung. Und da muss man sich schon fragen, ja gut, wenn ich jetzt da eine Jahresoption nehme und immer noch 48% habe, lohnt es sich da, so eine lange Option zu kaufen? Oder sollte ich die, und das lernen wir im nächsten Seminar, eher diese Option verkaufen? Absolut, weil ich denke auch wichtig eben, die Volatilität hat natürlich einen großen Einfluss auf den Zeitwert. Und Sie sehen auch hier das sogenannte Vegan, das zeigt Ihnen ja eigentlich, okay, wie viel verliert oder gewinnt meine Option, wenn die Volatilität steigt oder sinkt. Also das heißt, wenn es hier die Volatilität zum Beispiel von 48% auf 40% fällt, weil eben die Schwankung dann auch entsprechend abnimmt vom Basiswert, dann verliert auch die Option um 8 Rappen. Also ich denke, das ist schon auch sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch in meiner Erfahrung von vielen Kundengesprächen gesehen, dass Leute zum Beispiel, wenn der Markt crasht, dann ist ja per se eigentlich die Volatilität sehr hoch und dann wollen sie einen Rebound spekulieren, also dass dann der Markt wieder ansteigt und dann kaufen sie sich eine Call-Option, vergessen aber, dass dann eben in so einem Szenario die Volatilität extrem hoch ist und wenn die Märkte dann wieder ansteigen, dann nimmt die Volatilität auch wieder ab. Also ich glaube auch da vielleicht Volatilität, man kann schon sagen, wenn die Märkte steigen, sinkt die Volatilität und wenn die Märkte fallen, steigt die Volatilität oder bist du da anderer Meinung? Wenn du mir den Bildschirm gibst, das ist genau die nächste Folie, die das genau so aufzeigt. Ja, das ist 100% so. Habe ich jetzt den Bildschirm noch nicht, oder? Ich habe die Idee. Also genau. Jetzt. Also, hier sieht man das genau, oder? Wenn es ansteigt, da bleibt die Volatilität hoch. Jetzt hier, wo es so gesunken ist, schaut mal, wie die Volatilität ansteigt. Und hier geht es rauf und tack, die Volatilität geht runter. Ist genau das, was Cyril gesagt hat. Passen Sie auf, wenn Sie können hier einen guten Augenblick haben und sagen, ich kaufe einen Call und dann halten Sie den eben, wie Sie teilweise gehört haben, 3 Monate, 6 Monate. Ja, schön, also die Chance, dass Sie damit Geld verlieren, ist groß. Wenn Sie das eben, was habe ich da gesehen, gehört, 5 Minuten, das ist natürlich relativ kurz, da spekulieren Sie schnell. Was sicherlich wichtig ist bei den Optionen auch, dass Sie die kaufen und sich ein Limit setzen, wo verkaufe ich? Und Sie können sich entweder sicherlich ein Limit setzen und sagen, okay, Sie kaufen eine Option und dann sagen Sie, wenn Sie 2, 3 Rappen verloren haben, verkaufen Sie wieder. Weil wenn es hoch geht, können Sie sagen, ja gut, ich mache 2, 3 Rappen nach unten und ich mache irgendwie 5 oder 6 Rappen nach oben, damit das Verhältnis einigermaßen stimmt, oder? Und das sollten Sie sich wirklich festlegen, damit Sie nicht zu viel verlieren. Es ist schwieriger, mit Verlust zu verkaufen, wie mit Gewinn. Viel schwieriger. Oder weil dann sagen wir, ja nein, aber ich habe doch gekauft, das geht doch auf und ich glaube noch dran und dann vergeht die Zeit und
Der Zeitwert kommt jede Nacht. Schlafen Sie nicht, wenn Sie Optionen kaufen. Jede Nacht kommt der Zeitwert und sagt, haha, schön, dass du schläfst. Ich nehme da was weg, oder? Jeden Tag. Ich zeige Ihnen nachher, was der Zeitwert zu tun hat. Wir haben da auf der Eurex-Seite einen Option Master und ich hoffe, dass ich heute noch dazu komme, den kurz zu zeigen. Also Volatilität, ganz wichtig, wirklich für Sie zu wissen, dass merken Sie sich die Zahl 16. Die Zahl 16, damit Sie die Volatilität, wenn Sie die sehen und sagen, glaube ich denn, dass die Aktie täglich 3% drauf oder 3% runter geht, das ist das eine. Das zweite, das ist reine Theorie, was ich jetzt gesagt habe. Die Praxis ist, wenn es runter geht, steigt die Volatilität und wenn es rauf geht, dann geht die Volatilität runter. Das ist Fact. Oder? Also ganz, ganz wichtig, diese beiden Sachen, die Zahl 16 und das, wenn die Volatilität, die steigt nur, wenn der Markt sinkt, wenn man Angst hat. Okay? Wolltest du was sagen, Cyril? Ja, ich möchte noch ganz kurz etwas auf meinem Screen zeigen, habe ich noch kurz rausgesucht. Und zwar vielleicht auch noch kurz zum Zeitwertverfall, ist auch eine Frage gekommen. Also der Zeitwertverfall ist nicht linear. Das heißt, Sie verlieren eigentlich am Schluss. Sie sehen hier in dieser Grafik, wie am Anfang ist der Zeitwertverfall jetzt noch nicht so extrem, aber je näher die Option dann eigentlich an den Verfall kommt, desto schneller verlieren Sie an Wert, also nimmt der Zeitwert ab. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es eben nicht einfach linear ist, sondern am Anfang verlieren Sie nur kleine Häppchen, aber die nehmen dann laufend zu, wenn Sie zum Beispiel eben mit Optionen, wenn Sie Optionen kaufen, die sehr schnell oder sehr nah am Verfall sind. Du hast ja gesagt, du sagst, Optionen sollte man nicht länger als 10 Tage halten. Aber was für Verfälle sollte man sich aussuchen? Also immer der, wo am nächsten verfällt? Oder sagst du, nee, Optionen, wo vielleicht noch 6 Monate handelbar sind, weil eben dann der Zeitwertverfall nicht so massiv ist? Was ist da so deine Meinung dazu? Ja gut, also wie gesagt, oder also es kommt eben auch die Volatilität, das ist mal das eine. Also ich persönlich kaufe nie Optionen, die eine Laufzeit haben, die länger als 3 Monate ist. Man muss aber auch sagen, ich war natürlich Market Maker und ich habe da die 5 Minuten, das war ich eigentlich, ich habe auch teilweise nur Sekunden gebraucht, um zu kaufen und wieder verkaufen. Das ist natürlich in meinem Blut jetzt so drin, dass ich kaufe keine Optionen, die länger als 3 Monate laufen. Wieso? Weil ich natürlich weiß, dass mit einer Option, wenn man eine Option kauft, ob das nun ein Call ist, wo man denkt, es geht drauf, oder ob das ein Put ist, wo man denkt, es geht runter, dann muss es schnell gesehen. In der Theorie sagt man, ja, ein Call, ich bin einfach positiv. Und jetzt sage ich Ihnen, wie die Praxis ist, wenn Sie einen Call kaufen, dann muss stark hochgehen und schnell. Also es reicht Ihnen nicht, wenn Sie positiv sind und in einem Jahr ist die Aktie 2% höher, da haben Sie das ganze Geld verloren. Das bringt Ihnen gar nichts. Es muss schnell geschehen und stark. Also 1% Anstieg, da haben Sie viele andere Möglichkeiten. Eben wie gesagt, im nächsten Seminar kann ich Ihnen das zeigen, aber für 1% Anstieg, da müssen Sie keinen Call kaufen. Außer die 1% geschehen in den 5 Minuten. Logisch. Es kommt immer auf die Zeit drauf an, oder? Wenn es in einer Minute geschieht, ja logisch, Call kaufen, oder? Wenn man aber denkt, 1% wird wahrscheinlich 1% in 2 Wochen steigen, ja, ist der Long Call die falsche Strategie. Genau, da gibt es sicher bessere Möglichkeiten. Ich gebe dir sonst den Screen wieder, da kannst du mit deiner Präsi weiterfahren. Ja. Also, jetzt, du hattest ja diese Seite mehr oder weniger angezeigt und jetzt habe ich da hier einen Vergleich zwischen Dezember-Optionen, Nestle und Credit Suisse. Sie sehen, das ist relativ aktuell. Ich habe das letzten Donnerstag, glaube ich, habe ich da die Zahlen nochmals genommen. Und Sie sehen, was habe ich gemacht? Die Aktie, die war bei 5. Sehen Sie das, wenn ich da den Zeiger bewege? Sehen Sie das? Nee? Wir sehen das, ja. Ah, ihr seht das, ah, okay, gut. Die Aktie, die war bei 4,96
und ich habe einen 480er Strike ausgewählt, so rund 4% in the money. Sie sehen auch wieder die Volatilität bei den rund 48, eben 48 durch 16, 3%. Sie sehen hohe Volatilität und jetzt kommt eben das andere. Tiefer Leverage, 5. Sie wollen ja einen hohen Leverage, oder? Sie wollen ja mit einer Option, oder respektive Sie können auch einen tiefen wollen, aber ich zeige Ihnen schnell die Differenz zu einer Nestle-Option. Die ist jetzt ein bisschen mehr in the money, aber es ist ein 108er Strike. Die Volatilität ist 19, also viel tiefer. Ja, und der Leverage dann halt um einiges höher, nämlich doppelt so hoch. Hier Leverage 10 und bei der Credit Suisse war es ein Leverage 5. Und wieso zeige ich Ihnen das? Weil viele sagen, ja gut, ich will doch eine Aktie, die sich bewegt, oder? Und da haben Sie vielleicht, ich sage nur vielleicht, haben Sie da recht. Nur müssen Sie wissen, dass wenn Sie eine Aktie nehmen, die stark bewegt, das natürlich im Optionspreis drin ist. Eben Sie zahlen mehr Volatilität und Sie haben auch einen tieferen Leverage. Ganz wichtig, das zu sehen, oder? Höhere Volatilität und einen tieferen Leverage. Oder weil was bringt Ihnen, also ich muss es so sagen, Credit Suisse müsste hier 1% steigen, damit Sie gleich viel Gewinn haben, wie wenn Nestle nur 0,5% steigt. Das sagt eigentlich der Leverage aus, oder? Weil bei einer Hälfte habe ich dann auch 5-mal mehr. Und der Leverage, das ist der Hebel, was sagt der aus? Der Hebel, der sagt aus, ich muss da ganz kurz, ich habe da meine Maus verloren, hier. Das ist der Hebel, der sagt aus, um wie viel mal mehr bewegt sich meine Option als der Aktienkurs. Also das heißt, Leverage 10 heißt, also Hebel 10 heißt, wenn sich die Aktie um 1% bewegt, bewegt sich meine Option um 10%. Jetzt, wenn es natürlich in die richtige Richtung geht, ist es schön, aber leider ist es natürlich auch so, dass wenn es in die falsche Richtung geht, dann haben Sie halt, wenn die Aktie 1% sinkt, 10% verloren. Das müssen Sie sich einfach bewusst sein. Eben, ich habe gesagt, zuerst die Risiken kennen, bevor Sie die Chancen kennen. Leverage 10 tönt schön, aber wie gesagt, wenn es runtergeht, dann ist das auch, dass es halt 10% mehr ist. Hätte ich eine September-Option angeschaut, dort war der Leverage um die 40. Ist natürlich schön, wenn es in Ihre Richtung geht und Sie, ich sage jetzt, wenn die Aktie natürlich innerhalb von 5 Minuten 1% ansteigt, haben Sie 40% verdient. Und wenn es natürlich 1% sinkt, haben Sie 40% verloren. Einfach so nebenbei. Wissen Sie, man sagt Ihnen immer, ja, Optionen, das ist gut, man kann höchstens den Optionspreis verlieren. Ja gut, aber Optionspreis, wenn Sie da 10.000 Franken einsetzen und Sie verlieren die 10.000, sind das auch 100%. Also von dem her, es ist eben ein Hebelprodukt, Leverage, Hebelprodukt und man sollte die Risiken kennen, bevor Sie überhaupt so etwas kaufen. Ganz, wirklich ganz wichtig. Und eben ganz wichtig zu sehen, dass eben eine Aktie, die sich mehr bewegt, das heißt nicht, dass Sie dort mehr Gewinn machen können, die muss ja dann sich auch mehr bewegen, damit Sie überhaupt dieses mehr Bewegen haben, oder? Diese hier eben Leverage 5, 1% gibt Ihnen 5% mehr, bei der Nestle ist es eben schon bei 0,5% so. Wenn die Nestle sich um 1% bewegt, dann hätten Sie 10-mal den Leverage gehabt. Haben Sie, also wenn Sie Fragen dazu haben, wirklich auch im Chat schreiben und Cyril sagt mir dann, was Sie da gefragt haben. Also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, schauen Sie auf die Volatilität, weil die Volatilität, die beeinflusst alles, oder? Eben bei Warrens haben Sie diese blöde Prämie angeschaut. Ich sage sogar, Swissquote nimmt diese Prämie von eurer Seite weg. Das braucht sich. Wenn ihr die Volatilität anschaut, dann könnt ihr alles anschauen. Eben mit 19 durch 16 gibt irgendwie 1,1, wo ihr sagt, aha, glaube ich denn, dass die Nestle täglich durchschnittlich bis zum
Dezemberverfall 1% steigt, muss man sagen, oder sinkt, das muss man sagen, bei Nestlé, ja, könnte möglich sein, oder? Und bei einer CS ist das eben 3%. Und jetzt müssen Sie sich sagen, oh, ja, da läuft schon was, ist das möglich oder ist das eben nicht möglich? Ganz, ganz wichtig anzuschauen. Also, sorry, hier hatte ich Ihnen gesagt, dass ich Ihnen auch noch den September zeige. Also Sie sehen die gleiche, nein, das ist jetzt ein 113er Strike, sorry. Der hat aber auch Volatilität 18 und da natürlich der Optionspreis tiefer ist, ist auch der Hebel höher. Warum? Wie viel steigt meine Option, wenn denn der Basispreis um 1% steigt oder eben wie viel sinkt er, wenn es um 1% sinkt? So, und jetzt gebe ich Ihnen etwas an die Hand und diejenigen, die schon bei mir an Seminaren waren oder Webinaren, die haben das schon gehört. Für andere ist das neu und das werden Sie wahrscheinlich auch nirgends so hören. Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie Sie mehr oder weniger berechnen können, wohin geht denn meine Option, wenn denn. So, und jetzt kommt es ja darauf an, um zu sehen, um zu sagen, ich hatte Ihnen gesagt, ich zeige Ihnen, welcher ist denn der richtige Strike für Sie. Und eigentlich hätte ich hier eine Frage einbauen sollen, die nämlich wäre, was kaufen Sie für Optionen? Kaufen Sie eher in the money oder out of the money Optionen? Aber das habe ich jetzt nicht drin, also lasse ich das mal einfach so. Aber ich sage zu Ihnen, also die Aktie war bei 113, sie war bei 113,30. Ich nehme mal den 113er Strike. Und der, Sie hatten hier gesehen, das sind Geldbriefkurse und ich habe das jetzt vereinfacht und einfach gesagt, gut, es gibt nur einen Preis. Das ist 1,83. Jetzt, wie berechne ich, wohin geht denn meine Option, wenn die Aktie zum Beispiel um einen Franken steigt? Jetzt sagen Sie es wirklich, wenn Sie nicht verstehen, was ich da sage. Wenn die Aktie um einen Franken steigt, dann müssen Sie einfach, ich sage es auf zwei Arten, mit der Maus um eins rauf, um einen Franken rauf. Also das heißt, wenn die Aktie jetzt und wirklich jetzt, das ist nicht in zwei Monaten oder morgen oder übermorgen, wenn die Aktie jetzt von 113,30 auf 114,30 steigt, dann können Sie einfach den 112er anschauen, dann ist es ja, wie wenn ich den 112er Strike gekauft hätte, weil die Aktie ist ja dann, Entschuldigung, um eins mehr in the money. Das heißt, die Option, die würde dann von 1,83 auf 2,45 Franken steigen. Sollte die Aktie um einen Franken sinken, dann wäre die Option von 1,83, die geht dann auf 1,30. Das müssen Sie sich einfach bewusst sein. Und das können Sie, das sehen Sie ja auf der Seite von Swissquote, das hat ja Cyril vorher gezeigt, da können Sie sagen, aha, wohin geht denn, wenn jetzt? Und ich zeige Ihnen auch nachher noch einen Trick, wie Sie sehen können, wie sieht es denn aus, wenn es in 10 Tagen so ist. Da haben wir eben so einen Optionspreisberechner, den können Sie wirklich gut benutzen, den können Sie auf unserer Seite anschauen. Gut. Jetzt, ich muss sagen, ich war da selbst etwas überrascht. Ich habe da mal geschaut, wenn ich den 112er Strike kaufe und es geht einen Franken hoch, dann ist mein Gewinn 70 Cent, nämlich der geht von 2,45 auf 3,15. Das sind 28,5%, die ich verdienen würde. Bei der 1,13er würde ich 34% verdienen. Was mich dann erstaunt hat, dass die Out of the Moneys, da verdiene ich überall rund 40%. Ein bisschen mehr logisch, aber ich sage jetzt, wenn Sie entscheiden müssen, sollte ich einen Out of the Money kaufen und Sie verdienen trotzdem nur 44, also 3% mehr als bei einem 114er, wo ja das Risiko kleiner ist, dann tendiere ich eher einen 114er Strike zu kaufen oder sogar einen 113er Strike. Aber eben da können Sie selbst entscheiden,
Welchen Streik will ich? Aber bevor Sie den Streik einfach auswählen und hören, ja, ich habe gehört, der Out of the Money, mit dem habe ich den höchsten Leverage, ich will den, rechnen Sie es wirklich aus, ob es denn wirklich so ist. Also ich muss sagen, ich war schon auch erstaunt, dass es hier dann überall bei 40 geblieben ist. Also wenn ich jetzt einen 40er wollte, dann würde ich den 114er bei 1,30 kaufen. Oder? Einfach, dass Sie das so sehen. Gut, jetzt habe ich wirklich eine Frage für Sie, um zu sehen, haben Sie das verstanden? Nein, sorry, ich habe hier noch schnell etwas eingebaut. Sie sehen, ich habe gesagt, die Aktie geht um 1 hoch. Also ist es ja, hi, ist es ja, wie wenn das Strike dann hochgeht. Also ich habe nur die mittlere Linie habe ich da verschoben. Ich habe die Maus schon wieder verloren. Also ich habe hier einfach die Strikes verändert, oder? Ich habe es einfach hochgenommen und die Zahlen habe ich hier gleich gelassen. Also wenn die Aktie um 1 hochgeht, dann können Sie einfach die Strikes nach oben verschieben. Also Sie sehen, die Option, die wäre dann 2,45. Für diejenigen, die eben die Präsentation dann wollen, Sie können das ja Cyril dann schreiben, da steht es auch noch geschrieben, wenn die Aktie um einen Franken steigt, können Sie replizieren, wo die Option ist. Eben einfach einen Strike, also ich sage dem Hochgehen, aber eigentlich ist es ja 113 minus 1. Sie müssen ja zum 112er Strike hingehen. Okay, aber das habe ich hier unten alles beschrieben. Das können Sie so nachlesen. Und so können Sie wirklich relativ einfach sehen, wohin geht denn meine Option, wenn. Okay? Also, jetzt habe ich eine Frage, um zu sehen, ob Sie das mehr oder weniger verstanden haben. Und zwar ist die Frage, wie viel wird der Strike, der 115er Strike, wert sein, wenn Nestle heute um 2 Franken steigt. Heute und zwar jetzt. Also Sie kaufen den 115er Strike. Ich blende die Frage nachher ein, damit Sie das noch diese Strike schnell anschauen können. Wenn Sie den 115er Call kaufen bei 91, wohin geht die Option, wenn Nestle heute um 2 Franken steigt? Ich habe da jetzt die Umfrage drin. Ich hoffe, Sie konnten das genau anschauen. Bleibt sie bei 91 Cent, geht sie auf 2,45, 1,83, 1,30. Was denken Sie? Ich sehe da, einige haben da schon eingegeben. Ich warte noch, bis wir da eine größere Zahl haben. Ja, freut mich. Ich habe so Freude an Ihnen. Super, Sie haben genau, Sie haben begriffen, wie das geht. Also ich sehe, da ist eine klare Tendenz da. Also ich schließe die Umfrage und zeige die Ihnen, also 92% haben gesagt 1,83. Ich schließe das jetzt und ja, logisch, wenn die Option um 2, also wenn die Aktie um 2 steigt, gehen Sie 2 runter im Strike und das ist dann 1,83. Also so sehen Sie, Sie brauchen nicht einmal einen Optionspreisrechner, sondern Sie haben den eigentlich geliefert von Swissquote, wo Sie einfach die Preise anschauen können. Ganz, ganz finde ich cool, dass Sie da wirklich 92% diese 1,83 angezeigt haben. 91, 2 runter, gibt 1,83. So, jetzt will ich Ihnen einen ganz kurzen Vergleich zwischen Warrens und Eurex-Optionen zeigen. Bei Eurex-Optionen, das hat Cyril auch gesagt, Sie haben ja da auch Sell-to-Open, Sie können die verkaufen, ohne dass Sie die gekauft haben. Bei Warrens, Sie können sie nur verkaufen, wenn Sie sie einmal gekauft haben. Also kaufen und dann verkaufen. Das heißt aber natürlich, weil bei den Eurex-Optionen auch Verkäufer drin sind, da ist per se die Option tiefer als der Warrant. Also wenn Sie jetzt da schauen, Cyril hatte gesagt, schauen Sie den Break-Even an. Der ist bei einem 110er Strike, 16. Dezember, bei der Aktie 113,38, 117,40. Das ist beim Warrant. Wenn wir jetzt zur Eurex-Option gehen, sehen Sie, dass der Break-Even 116,53 ist. Und das hat natürlich, wieso ist das?
weil die Volatilität bei der Eurex 19% ist und eben bei den Warrants bei 23%. Oder? Oder bei Eurex-Optionen kann man verkaufen, also wo es natürlich Verkäufer hat, ist logisch, dass die Option günstiger ist. Und wir haben gelernt, dass wenn natürlich die Volatilität höher ist, dann ist eben auch der Leverage tiefer. Höhere Volatilität, tiefer Leverage. Sie sehen, tiefere Volatilität, höherer Leverage. Also Sie können am Schluss entscheiden, ob Sie Warrants oder Optionen kaufen wollen. Sie sehen hier einfach, was am Schluss ausschlaggebend ist. Ich sage jetzt eben, die Volatilität ist schon um 3% tiefer. Und wie Sie hier ja gesehen haben, Cyril hatte versucht, das irgendwie zu zeigen, ein Vega von 23 Rappen. Das heißt, dass wenn die Volatilität um 1% steigt, dann ist die Option um 23 Rappen teurer. Und 3 mal 23, das gibt dann irgendwie 69. Und wenn Sie das anschauen, 116,53 auf 117,40, ja, das stimmt, muss ja stimmen. Ja? Einfach. Bei der Eurex haben Sie tiefere Volatilitäten, weil da Optionen eher auch verkauft werden und deshalb einen höheren Leverage. Okay? Cyril, habe ich noch Zeit, um den Optionspreis zu zeigen? Den kannst du noch ganz kurz zeigen und dann möchte ich noch auf eine Frage noch eingehen zum Schluss. Sehr gut. Also, der Optionsmaster, Entschuldigung, ich habe auf der Präsentation, da habe ich den genauen Link drin. Also im Optionsmaster, da haben Sie 6. September und jetzt gehen wir da zum Dezember. Immer der dritte Freitag, hatte ich gesagt. Ah, sorry, nicht November, Dezember. Immer der dritte Freitag, das ist der 16. Dezember. Ich sage jetzt da bei der CS einen 5er-Strike. Was ist das Underlying? Jetzt irgendwie 5,10 Franken, glaube ich, oder? Und die Volatilität 48%, oder? Interest Rate sagt 6,0, das spielt ja keine Rolle. Ganz wichtig, klicken Sie darauf auf Calculate Price Volatility Matrix, damit Sie nachher auch die Matrix sehen. Dann Calculate, berechnen Sie das, oder? Und, was habe ich jetzt falsch gemacht? 6,15, tak, Calculate Volatility, muss natürlich nach Prices, die Intervalle muss ich hier eingeben. Also die Preisintervalle, ich sage die Preisvolatilität Matrix, der Preisintervall, das soll irgendwie 20 Cent sein und die Volatilitätsintervall 2%. So, und jetzt kalkuliert, logisch muss ich etwas zu berechnen haben. Also, wir geben jetzt an, bei 48% ist doch 56 Rappen. Und jetzt zeigt er mir jedoch auch an, hey, sollte die Volatilität von 48 Rappen auf 40 Rappen runtergehen, ist die Option anstatt 56 nur noch 48 wert. Und was sehen Sie auch auf dieser Matrix? Sie sehen auch, wenn heute die Aktie mit der Volatilität 48 auf 5,30 geht, dann ist sie 68. Jetzt haben wir aber gehört von Cyril und von mir, dass wenn die Aktie steigt, die Volatilität eher sinkt. Also sollten Sie dann vielleicht bei 44% Volatilität schauen und sagen, aha, das heißt, die Option geht von 56 auf 64, nämlich von 5,10 auf 5,30. Aber wir haben gelernt, dass dann eben leider die Volatilität sinkt, also von 48 auf 44. Und dann sind wir noch bei 64. Sinkt die Volatilität, ohne dass die Aktie steigt, sind wir von 56 auf 52. Also schauen Sie wirklich, da müssen Sie ein bisschen herumschauen und basteln. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas anderes. Zeitwert, hatten wir gesagt. Die Option ist 56 Cent. Und jetzt hatte ich gesagt, 10 Tage dürfen Sie eine Option halten. Was war das? Wie 56? Ja? Also jetzt gehe ich auf den 16. September und berechne genau das Gleiche.
Volatilität bleibt gleich, aber Sie müssen wissen, wenn die Aktie wirklich gleich bleiben würde, würde die Volatilität sicherlich auf 44% runter. Aber Sie sehen, die Option, die geht von 56 schon auf 54 runter. Also damit Sie wieder 56 kriegen, dann müsste die Aktie schon, ich sage jetzt auf 15 oder 25 ansteigen, damit Sie Ihr Geld wieder zurückhaben. Oder die Volatilität steigt. Aber wenn die Aktie gleich bleibt, dann wird die Volatilität eher sinken und die Option ist eher bei 50. Also deshalb, eine Option hält man höchstens 10 Tage. Wollen Sie eine Strategie fahren, die länger läuft? Wie gesagt, nächste Woche besteht ein Seminar, wo ich Ihnen das dann zeige. Okay, das wäre eigentlich alles vom Optionsmaster, weil da könnte man noch so viele Sachen zeigen, aber ich glaube, es ist am besten, wenn das jeder selbst für sich dann ausprobiert und anschaut. Wenn Sie eben diese Matrix wollen, klicken Sie hier auf Calculate Price Volatility Matrix und vergessen Sie nicht, wie ich beinahe vergessen hatte, Price Volatility Matrix, da müssen Sie den Preisintervall eingeben. Ich habe gesagt, 20 Rappen, also eben von 5,10 Franken auf 4,90 Franken. Volatilitätsintervall 2%, also von 48% auf 46%. Wenn Sie das nicht eingeben, bekommen Sie keine Zahlen, logischerweise. Deshalb hatte ich keine Zahlen gekriegt. Das wäre es von meiner Seite. Ich kann nachher dann logischerweise noch Fragen beantworten, aber ich kann dir den Schirm übergeben. Du hattest gesagt, dass du da noch eine Frage hast, Cyril. Ja, es sind noch zwei, drei Fragen reingekommen. Ich möchte vielleicht zuerst mal noch die Frage aufgreifen, wo da ein Zuschauer gestellt hat, und zwar bekommt er eine Fehlermeldung, wenn er Optionen tradet, also vielleicht noch ganz kurz, Warrants, die können Sie eigentlich als Normalkunde bei Swissquote traden, Sie brauchen auch ein E-Trading-Konto. Wenn Sie aber Optionen handeln wollen, dann sollten Sie eigentlich, also eine Fehlermeldung sollte eigentlich nicht kommen, dann rufen Sie unseren Kundendienst an, aber es kommt ein Fragebogen. Das heißt, wir lassen nur diesen Investoren oder geben nur den Investoren Zugang zu den Optionsgeschäften, die sich auch eben entsprechend über die Risiken bewusst sind. Weil, Enzo hat es schon mehrfach erwähnt, dass Sie können eben nicht nur long gehen, sondern Sie können eben auch short gehen, und das heißt, Sie können auch mehr Kapital verlieren, als Sie quasi investiert haben, und das ist natürlich einfach aufgrund vom Risiko her, möchten wir das nur den Investoren zur Verfügung stellen, die sich eben auch den Risiken entsprechend bewusst sind. Das heißt, sie müssen einen zusätzlichen Vertrag unterzeichnen plus einen kleinen Test absolvieren, den sie aber hoffentlich spätestens beim zweiten Teil dieser Webinarreihe problemlos bestehen sollten. Dann ist noch eine Frage eben bezüglich, wir haben das jetzt ein bisschen mehr spekulativ angeschaut, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Enzo, die Optionen ja auch als Absicherung, also man erwartet, jetzt kommt der Crash, ich kann ja auch Put-Optionen als Absicherung kaufen, den sogenannten Protective Put, wo ich dann eben meine Aktien oder mein Portfolio absichere. Und da ist eine spezielle Frage gekommen, ob es Sinn macht, eher eine langfristige Option zu kaufen oder eher kurzfristige Optionen, die dann jeweils zu rollen. Was ist da so ein bisschen deine Meinung dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch Teil des nächsten Webinars. Nein, ich bin überhaupt nicht Fan, langfristige Puts zu kaufen als Absicherung, weil sie dann mehr verlieren, als ihnen lieb ist. Ich werde Ihnen zeigen, dass es da eventuell sogar Sinn macht, je nachdem, was eben die Marktmeinung ist, einen Call, eventuell sogar einen In-the-Money-Call zu verkaufen gegen die Position, anstatt einen Put zu kaufen. Wie gesagt, der Zeitwert, also du hast jetzt hier wieder eine Option offen, die hat 67 Rappen Zeitwert. Wenn da irgendwie, ja, die Zeit läuft einfach gegen Optionen und einen langfristigen Put zu kaufen, nein, aber auch die andere Idee, kurzfristige Puts zu kaufen und dann immer wieder zu rollen, kostet natürlich auf ein Jahr mehr, weil, wie du gesagt hast, der Zeitwert ist bei kürzeren Optionen höher als bei längeren Optionen. Also das heißt, ja, Sie können schon kurzfristig Optionen kaufen und dann immer wieder hedgen, aber wenn Sie jetzt auf CS einen Put kaufen,
und der CS, da bleibt es halt bei 5, ja, dann verlieren sie halt einfach jeden Monat ihre 20, 30 Cent und dann haben sie irgendwo einen Einstandspreis von nicht mehr 5, sondern irgendwie von 6 oder 7, weil sie jedes Mal da die 30, 20, 30 Cent bezahlen. Da gibt es bessere Strategien. Eben wie gesagt, also ich kann auch jetzt schon beginnen, also weil ich wäre vorbereitet, oder aber machen wir doch das im nächsten Seminar, wo ich dann wirklich aufzeige, welche Strategie ist für Sie, wirklich für Sie, ist ja nicht für jeder, für Sie die richtige. Es kann ein Put, kann ein Long Put sein, es kann ein Short Call sein, kann ein Short Call in the Money sein, kann ein Long Put in the Money sein, out. Da hat es so viele Möglichkeiten, aber eben wie gesagt, ich werde das beim nächsten Seminar, werde ich das wirklich genau aufzeigen. Unbedingt, genau, weil eben das ist ja wirklich das Interessante an den Optionen, dass sie eben eigentlich aufgrund dieser vier Basisstrategien, eben dann eigentlich je nach Kombination, können sie eigentlich so viele unterschiedliche Strategien machen. Also eben, man kann jetzt auch einen Long Call kaufen, also ein Protective Put und dann noch Call Optionen verkaufen drauf. Also gibt es wirklich sehr, sehr viele smartere Möglichkeiten als einfach klassisch, ah, ich kaufe jetzt einen Long Put, weil eben die Prämie, hier habe ich noch ganz kurz ein Beispiel, was eben auch der Enzo vorher gesagt hat. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte meine CS-Aktien absichern, ich kaufe hier einen Strike von 5, das heißt, die Aktie muss ja schon mal fallen, damit ich überhaupt in the money komme. Und da habe ich noch einen Zeitwert von 40 Rappen. Das heißt, ich muss schon erwarten, dass die CS unter 4,60 Franken fällt bis im November, damit sich überhaupt dieser Kauf gelohnt hat. Also wenn jetzt die Aktie auf 4,80 fällt, da habe ich immer noch Geld verloren. Also ich denke, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, einfach zu sagen, ah, ich kaufe jetzt hier mal einen Put und ich bin ja da sicher, dass sie einfach schon, okay, wie viel Prozent verdiene ich überhaupt mit dem Kauf so einer Option? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wenn ich da vielleicht anschließen kann, oder ich gehe da noch einen Schritt weiter, oder? Weil das sind jetzt 40, also das sind 50 Cent, das sind 10%. Also hier hat man schon, wenn man den Put kauft und die Aktie hat, per se schon 10% verloren. Per se schon 10% verloren. Also das heißt, wenn es ja runtergeht, muss man sagen, wenn man so einen Put kaufen will, muss man sagen, ich glaube, es geht 20-30% runter und ich verliere nur 10%. Weil eben der Break-Even, der geht automatisch runter auf 4,60, weil ich ja die 5,10 Franken bezahlt habe, plus diese 50 Cent für die Option, geht dann eben diese 4,60, oder? Also das heißt, das muss man sich bewusst sein. Und wenn denn die Aktie steigen sollte, also was sind das, 44 Cent, dann muss sie also schon auf 5,50 Franken steigen, damit sie überhaupt ihr Geld zurückkriegen. Also wie gesagt, also Sie sehen, ich bin schon im Element und ich würde Ihnen das am liebsten heute schon zeigen, aber ja, wir sind schon irgendwie 1,25 Stunden dran. Also ich könnte da eine Woche über Optionen was aufzeigen, aber ich glaube nicht, dass Sie so lange jetzt Zeit haben. Also von dem her, Optionen, eure Expression, das Schöne ist ja, man kann sie kaufen, man kann sie verkaufen, ohne dass man sie hat. Man kann Strategien zusammenstellen und das Schöne ist, wenn man eine Marktmeinung hat, glauben Sie mir, für jede Marktmeinung stelle ich Ihnen eine Strategie zusammen. Ob die Marktmeinung da stimmt, ist etwas anderes. Nur für jede Marktmeinung kann ich Ihnen eine Strategie zusammenstellen. Sie glauben, morgen steigt es 7%. Ja, dann Strategie. Morgen, es wird über die nächsten 7 Monate 2% oder 5% steigen. Habe ich Ihnen eine Strategie? Sie glauben, in einem Monat geht es 2% hoch. Habe ich Ihnen eine Strategie? Wie gesagt, beim nächsten Seminar werde ich Ihnen das alles aufzeigen. Ja, genau. Und wenn wir auch merken, hey, da ist noch mehr Bedarf. Also Sie möchten noch mehr wissen über Optionen. Also ich glaube, Vincenzo und ich, wir sind beide da sehr happy, um auch noch ein weiteres Webinar aufzubauen. Also das ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt werden wir da für die nächsten Jahre kein Webinar zur Option machen. Also wenn die Resonanz da ist, wenn Sie sagen, hey, wir wollen mehr über Optionen wissen, wir wollen mehr Enzo sehen, dann ungeniert mich auch anschreiben und da können wir sehr gerne dann auch zum späteren Zeitpunkt noch ein weiteres Webinar entsprechend aufbauen, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht noch der letzte, wirklich die letzte Frage, American Style, European Style Optionen. Kannst du da noch kurz den Unterschied erklären?
Ganz klar. Also American Style Optionen hat nichts mit amerikanischen Optionen zu tun, hat nicht mit Facebook oder weiß ich was zu tun, sondern American Style heißt, dass Sie diese Optionen jederzeit ausüben könnten. Was heißt das? Sie kaufen diese CS Option Strike 5 und Sie können heute sagen, so und jetzt will ich die Aktie. Oder die Aktie, aber Sie kriegen dann die Aktie beim Strike, nämlich bei diesen 5 Franken, lohnt sich jetzt natürlich bei 5 Franken. Das ist ja ein Put, Sie verkaufen, ja, verkaufen Sie es sogar, das ist ja ein Put, nicht ein Call. Aber bei American Style haben Sie die Möglichkeit, jederzeit auszuüben, also während der Laufzeit jeden Tag. European Style, die können Sie nur am Verfalltag ausüben. Jetzt müssen Sie wissen, dass American Style, wenn eine Aktie Dividenden bezahlt, dann ist es möglich, dass Sie die Option ausüben sollten vor der Dividende, weil sie weit, weit, weit in der Money ist und sonst einfach diese 3 Franken Dividende verlieren würde. Und bei European Style ist es schon im Preis einberechnet. Sie sehen dann, hey, wow, der hat ja gar keinen inneren Wert, gar keinen Zeitwert, Entschuldigung, nur inneren Wert. Ja, das ist, weil eben beim European Style ist das drin. Also European Style können am Verfall ausgeübt werden, American Style können jederzeit ausgeübt werden. Kann man das verallgemeinert sagen, dass eben diese sogenannten Cash-gesettelten Optionen, also alles, was ja Indexoptionen sind, die können ja keinen SMI direkt kaufen, dass eigentlich diese Cash-gesettelten Optionen European Style sind, weil ja man eben diesen Basiswert gar nicht kaufen kann und so die Aktienoptionen American Style ist. Kann man das so vereinfacht, so verallgemeinern? Ja und nein. Es gibt natürlich auch, wir haben natürlich auch Nestle-Optionen European Style, weil es eben, es gibt beide Lager, die wollen lieber European Style und das haben wir auch. Und wir Eurex, wir bieten das einfach an, was logischerweise die Kunden wollen, oder? Aber vereinfacht gesagt, ja. Stimmt natürlich, also Aktienoptionen sind eher American Style, Indexoptionen sind Cash gesettelt, also einfach am Verfall kriegt man die Differenz, anstatt dass man die Aktie kriegt. Also ich hätte noch eine Folie zu zeigen, die ganz wichtig ist, auch noch schnell zum Abschluss. Ich hatte gedacht, ich sei fertig, aber ich habe schon noch eine Folie, die noch wichtig ist. Also ich habe hier eine kleine Zusammenfassung gemacht, wo Sie sehen, also ich hatte ja gezeigt, dass volatilere Aktien, das heißt nicht, dass man damit mehr Erfolg haben kann. Volatilere Aktien, da wird erwartet, dass sie eben diesen Sprung oder diese Bewegung macht, damit sie überhaupt den Leverage da drin haben. Das haben Sie gesehen. Risiko kennen, eben erkennen Sie die Risiken, schauen Sie an, Achtung, Long Option sagt man Ihnen einfach, ja, du kannst höchstens die Optionspreis verlieren. Ja, das ist einfach 100%. Plus jeden Tag, wo Sie schlafen, geht Geld weg, einfach weil der Zeitwert weggeht. Die Volatilität, merken Sie sich die Zahl 16, ganz wichtig, Volatilität berechnen können, das ist bei Optionen das A und O. Das sind, wie Sie wissen, 48% durch 16, glaube ich denn, dass die Aktie 3% hoch oder runter geht? Plus eben, was wir gesagt haben, wenn die Aktien steigen, sinkt die Volatilität eher. Und wenn die Aktien sinken, dann steigt die Volatilität eher. Schätzen Sie den Optionspreis eben, was ich Ihnen da vorher gezeigt hatte und zum Glück ja 92% richtig hatten. Stimmen Sie die Option hundertprozentig auf Sie ab, weil nicht jeder will einen Leverage von 50, sondern vielleicht schlafen Sie besser mit einem Leverage von 10. Aber das muss jeder für sich selbst anschauen. Und eben Out-of-the-Money-Optionen haben wir ja gesehen, ist nicht immer besser als die In-the-Money-Optionen. Schauen Sie an, was kann ich denn verdienen, wenn? Okay? Und eure Option versus Warrants, das haben wir angeschaut. Und jetzt meine Frage an dich, Cyril. Wo ist denn die Option, die wir gekauft haben? Oh, die hätte ich so fast wieder vergessen. Danke dir, muss unbedingt die Position noch schließen. Ganz wichtig vielleicht, ganz wichtig vielleicht, das, was Sie jetzt gemacht haben, machen Sie das nie. Kaufen Sie keine Optionen und dann schauen Sie irgendwie eine Stunde nicht rein. Also Optionen, die bewegen sich schnell. Optionen müssen angeschaut werden. Und wenn ich jetzt das anschaue,
dann sehe ich jetzt, der Geldkurs ist nur noch 26, so wie ich gesehen habe. Wir haben bei 30 gekauft, jetzt ist 27. Was soll das? Das ist ja nicht viel. Hey, das sind 10%. Wir haben, und Viril hat jetzt nur einen Kontrakt gekauft, aber das sind 10%, die sie verloren haben. Also wenn sie Optionen kaufen, sofort einen Limit für sich eingeben und denken, hey, wo will ich denn verkaufen? Also das, was sie jetzt gemacht haben, kaufen und einfach sein lassen, das geht nicht. Okay? Genau. Also es war wirklich auch nur so ein Vorführeffekt. Wir haben jetzt nicht im Vorfeld die CS jetzt analysiert, wo wir sagen, ha, wir sind jetzt da irgendwie ein Widerstand oder sondern wir haben einfach auch mal zeigen wollen, wie kann ich überhaupt eine Option eingeben und eben auch sehr, sehr wichtig, was Enzo gesagt hat, dass man eben das sind gehebelte Produkte, also die kann man nicht einfach über Monate liegen lassen und vergessen, sondern da müssen sie wirklich nah am Markt sein, um dann auch zu entsprechend auch zu reagieren. So, Enzo, ich denke, wir beenden jetzt an dieser Stelle. Ich möchte nochmals ganz kurz die E-Mail-Adresse einblenden, wenn Sie mich anschreiben wollen für die Aufzeichnung, für sonstige Unterlagen zum Thema Optionen oder eben, wenn Sie einfach Fragen haben, wo vielleicht jetzt noch nicht ganz beantwortet wurden, unbedingt mich direkt anschreiben und natürlich dann eben auch nicht vergessen, sich für das zweite Webinar, wo wir dann wirklich ein bisschen mehr darauf eingehen, wie Sie diese Optionen miteinander kombinieren können, wie Sie das eben auch mit Aktien kombinieren können. Also unbedingt dabei sein, nächsten Mittwoch, gleiche Zeit, gleicher Ort. Genau. Besten Dank, Cyril, dass ich da mit Swissquote dieses Seminar leiten durfte. Und vielleicht ganz kurz schnell zu deiner E-Mail, damit das alle sehen. Es hat irgendwie, glaube ich, Seminar Underscore. Mail, okay. Nämlich nicht einfach nur ein Space, Seminar Underscore Mail, vielleicht noch wichtig, damit du die E-Mails abkriegst. Also die Präsentation, die wird euch Cyril dann senden können. Nochmals, ich habe mich sehr gefreut, freue mich natürlich auch auf den 14., wo ich da dann mehr eben auf die Strategien eingehe. Besten Dank, Cyril, und besten Dank auch Swissquote. Danke dir, Enzo. Alles Gute und bis nächste Woche. Besten Dank, auf Wiedersehen, danke.